Und weiter geht's mit dem Dezimieren der Orks. Ah, Mist, eine hätte gereicht. Ah, super. Na komm. Nichts zu plündern. Na komm her. Super duper, super duper. Wunderschön, die Orks. Sekunde, ich habe jetzt ganz vergessen, dem einen Namen zu geben. Gut, boah, ich bin heute richtig in Gothic-Stimmung. Muss natürlich aufpassen, dass ich die Dinger jetzt speichere. Hallo, Krieger. Okay. Hier kann ich schon mal anfangen. Jetzt ordentlich auf die Backen bekommen. Ich würde gerne aber noch den anderen Krieger da vorne irgendwie triggern. Ich würde mich hier jetzt nochmal los voll machen. Auch nochmal mit dem Faustpack-Gedönse und dann einfach mal ein paar Bierchen trinken. Gibt zwar nur einen Bonus, aber pff. Nur damit mein Mana voll ist. So, den Schamanen. Nee, die Schamanen will ich eigentlich nicht. Ich will nur diese Kack-Elite haben.
So, die haben wieder eingepackt. Hier liegen deine anderen Jungs. Na komm! Na komm! Na, jetzt hat er gut Schläge eingesteckt. Das ist nervig. Nein! Oh, nicht den Schaman. Na komm. Ups. Gut, dann nicht. Ärgerlich, oh ärgerlich. Schön speichern hier, ich habe zwei Orks platt gemacht. Na komm her. Oh, kannst sagen, was du willst, aber so eine Ork-Elite ist und bleibt immer noch so ein Hammer. Ich werde den Zeitraffer immer dann benutzen, wenn ich mich voll mache. Erstmal den Wein trinken.
weil irgendwie muss ich das ja loswerden. Ich würde es aber nicht ungern einfach verkaufen wollen. So, das brauche ich jetzt aktuell nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch kurz mein Handy laden. Wo haben wir denn? Hier? Ja. Okay. So, mein Handy hat nämlich nur noch 17% Akku. Super. So, Sekunde, da habe ich jetzt gerade nochmal eine kleine Mail gelesen, die war wichtig. Der Rest ist Müll. Es wird auch langsam dunkel. Ja, zwei Schamanen auf einmal ist natürlich nicht so geil. Na komm. Supi duppi, supi duppi. So, der nächste. Mhm. Haha, unser Weg ist gepflastert mit den Leichen von Orks. So, ich will mal was probieren. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn die Sicht nicht so beschissen wäre. Naja. Keine Ahnung, was der schon wieder hat. Go, go, go.
Oh, komm schon. Mass NPC Summon has an illegal tun. What? Diese Errormeldung beim Laden. What the fuck? Na komm. So, jetzt kann ich endlich mal mich ordentlich hochheilen. Jetzt würde sich das nämlich auch mal lohnen. Aber ich mache das lieber ein bisschen hier hin. Nur so lange. Wie mein Mana voll ist. Hat aber wirklich auch nichts zu bedeuten. Bis auf die Äpfel kannst du von allem unendlich viel fressen und finde ich ein bisschen schade. Also langsam kriege ich Hunger. Hallo? Warum ist es jetzt wieder abgestürzt? Nein! Ach. Na egal. Keine Ahnung, das ist halt abgestürzt. Keine Ahnung warum. Und da muss ich mich halt neu setzen. Ja, im Hintergrund die Sonnenstrahlen, also ruhig kommen. Hallo Ork-Elite. Noch einmal trifft, bin ich am Arsch. Oops, someone has an illegal reference to an NPC. What? Liegt es an der Mod? Kann natürlich sein, dass es an der Dingsbums-Mod liegt. An dem Fenster-Mod. Aber dann ist es halt so.
Ich weiß halt nicht, wie ich das Spiel anständig sonst aufnehmen soll. Alter, der fistet aber. Der ist übel. Also entweder stelle ich mich gerade extra blöd an, oder der ist richtig brutal. Alter, der macht eine Schwertkombi, da bin ich am Arsch. Das ist wirklich eine Elite. Jo, ich brauche eigentlich nur... Erstmal schön Fleisch essen, super. So, ich weiß, dass hier unten auch noch sich ein Ork versteckt. Das war die damalige Arena. Komm mit. Für die Orks brauche ich ein bisschen Platz. Vom Kämpfen verstehen die Orks was definitiv. Puh. So, in der Arena gibt es noch ein Schaf. keine Ahnung warum, aber okay. Ich sehe hier nichts. Sorry, Schaf. Unbekannter Soldat liegt hier. Hier konnten sie den noch vergraben. Ja, alles zerstört. Liegt nichts mehr rum, ne? Ich darf nicht zu nah an die Mauer, sonst kommen die wieder an. So, super, super. Habe ich die beiden Schamanen besiegt? Sieht so aus, als hätte ich statt. 25 Minuten, das ist noch okay.
Troll verleckt mich am Arsch. Ja, das ist super. Na komm. Da ist nichts zu. Na komm. Soll's herkommen? Na komm. Ah, super. Dann speichere ich hier gleich mal ab. Und werde hier nochmal das Zeug hier spachteln. Wacholder sind jetzt dran. Ich glaube, hier können wir auch komplett schlürfen. Puh, wird lange, aber dann ist das halt so. Das wird dann auch Teil 2. Na, ja, der Grog ist Müll. Weiß herum gibt Mana. Bevor ich jetzt hier wieder verrecke. Na komm, Herr Krieger. Na komm her, Wagen. Oder Warg. Es gibt gut Kohle beim Bossbar. Dein Daddy. Ich versohle dir den Hintern dafür, dass du Menschen schlachtest. Hup.
Super, duper, super, duper. Das ist noch ein Ortkrieger. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir Feuermagier sind, weil dann habe ich nämlich die Feuerrune und kann die Dinger unendlich einsetzen. Stell dir mal vor, ich müsste mir immer so einen Kack-Dingsbums holen. So eine Spruchrolle. Erstens wäre ich dann arm, zweitens wäre das dann alle zeitlich begrenzt. Zwei Wagen werden schon noch machbar sein. Nein! Ja, Referenz zu einem NPC. Du mich auch. Fuck! Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Damage machen. Okay, der ist aggro geworden, der andere nicht. Der kratzt sich nur brennend am Arsch. Komm her. Na, die ersten zwei Schläge sitzen. Na doch, hier sitzen einige. Na komm. Puh. Mal lieber speichern. So, noch mal ein paar Sachen spachteln hier. Komm, kipp dir die Binde zu. Bier, Bier, Bier. Juhu, Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett.
So, ich habe jetzt volles Mana. Das bedeutet, wenn ich mich mit den zwei Wagen anlege, werde ich dem einen alles reinhauen, was ich kann. So, da stand ich wohl günstig. Wo haben wir denn das Bier? Bier ist leer. Gibt's nicht. Bier ist alle. Einen Käse behalte ich mal. Ich weiß warum. Jom. Alter, der hat so viel gefressen, der müsste so fett sein. Ich glaube, wenn ich den angreife, werden ziemlich viele aggressiv. Wir könnten es mal mit zwei probieren. Das war mir klar. Nein! Wieso? Nee, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Sorry. Nee, das war mir einfach zu lang. Und ja, ich bin noch nicht... So, das ist mir... Ich gebe mir nicht die Mühe, um dann, was weiß ich, durch einen Fehler irgendwie mit dem Speichern mir den Spielstand zu versauen. Nee, das alles hat eine Grenze, Leute. Normalerweise sterben und so ein Kram ist ja kein Thema. Darum geht es ja nicht. Geht ja nur darum, dass ich mir den Spielstand dann komplett versaut habe. So, eine Ork-Elite wird ein bisschen schwierig, weil ich schon angeknackst bin. Das war gut.
Na komm. Boah, die Orgeliten sind immer noch ein Hammer. So, was machen wir denn hier? Fische fressen. Weiden und die Waldbeeren werde ich genauso spachteln. Die geben nämlich auch nur 5. Komm her. Och, das war ja keine Herausforderung. Der war ja schon angeknackst von eben. Ja, komm. Jo. Ja, den Zeitraffer mache ich einfach, um den ganzen Scheiß mal loszuwerden. Das hört bald auf. Aber noch. Noch würde ich gerne die trotzdem weiterhin benutzen. Ganz einfach aus dem Grund, oh, super. Jetzt haben wir noch eine Feuernessel und noch eine. Wunderbar. 45 Minuten, das ist noch okay. Hallo Schamane. Oh, Kacke. Ja, jetzt kommt sie nämlich her. Wenn wir uns nämlich hinter einer Wand verstecken, kommt der nämlich nah. Da müssen wir nicht so weit in die Gegner reinlaufen.
Mal hier nicht noch irgendwo eine Steintafel? Habe ich die aufgesammelt? Ah ne, hier war die. Am Anfang habe ich gedacht, hier gibt es keine Steintafeln. Habe ich mich total geirrt. Lag aber auch daran, dass ich normalerweise diesen Außenring eigentlich nicht gemacht habe. Was haben wir denn hier? Lebensenergie. Ja, da sage ich nicht nein dazu. Wisst ihr jetzt, warum ich den Zeitraffer angemacht habe? Wegen dem Kram. Ach ja. So, das wird dann auch erstmal der letzte Part für die Aufnahmesession. Also vielleicht nehme ich später auch noch auf, aber ich will erstmal was essen. Hier gibt es noch einige Orks. Ja, das wollte ich so nicht haben. Die Elite da hinten ist nicht ganz so nah. Der kommt jetzt her, der andere nicht. Das ist super. Wieder was auf Einhand stecken. Oh, diese Kack-Blutfliege. Gibt's ja noch eine Ork-Elite? Nur einer, das ist super. Okay, da ist nichts zu holen. Mist. Okay, den habe ich aufgehört, Akku zu ziehen. Der andere bleibt hoffentlich da stecken. Mist. Mist. Das war doch gemein. Erst bleibt er da stehen und dann so eine Kacke. Ah.
Meldung kommt immer nur, wenn ich lade. Das war so nix. Ja, die stehen auch wieder genau schön ineinander. Super. Als hättest du keine Kollision. Natürlich laufen wir auch gleich wieder beide zurück. Nee, das ist doch nervig. Na gut, aber besser als tot. Okay, der bleibt da hängen. Obwohl, vielleicht kann ich den ja so triggern, dass er herkommt. Hallo, hier bin ich. Nee, okay. Komm her. Ich weiß, dass du es willst. So, dann ist der schon mal hinüber. So, ich hoffe, dass der andere irgendwann ablässt und der Geschädigte weiterläuft. Nee, kommen beide. Ach. Okay. Speichere ich erstmal hier zweimal und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, Leute. Einfach, weil ich jetzt hier finito bin. Hier, macht's gut. Danke fürs Reinschauen und beim nächsten Mal geht es weiter und zwar mache ich damit auch weiter. Orks Teil 3 wird das dann, also dieser Part Teil 2 und beim der Nummer 60 wird dann Part ja, 3. Dezimierende Orks Part 2 und 3 und dann können wir mal mit der Quest weitermachen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.